Minecraft. Willkommen zur nächsten Folge Sky Factory. Ich habe hier jetzt gerade schon mal angefangen, wie ihr wahrscheinlich in der Preview gesehen habt. Ich baue jetzt hier unten Obsidian hin. Weil mich nervt es einfach, dass hier die ganze Zeit diese Schwämme auftauchen. Und die sind wirklich lästig. Darum habe ich keinen Bock mehr darauf. Mach das jetzt so. Muss allerdings erstmal noch mal eine Stufe nach unten. Das ist das, was ihr hier gerade seht. Dass ich den Cobblestone unten drunter noch mal setze. Natürlich mit dem Builders One, weil es einfach schneller geht. Dann müssen wir kurz hier das Zeug weghacken. Und dann können wir uns an den Obsidian machen. Ich habe oben auch gleich nochmal ein paar Cobblestone in den Generator geworfen, dass wir da schnell vorwärts kommen. Natürlich auch darauf achten, dass hier ausgeleuchtet ist. Weil ihr habt es gerade auch gesehen, bevor ich hier runtergekommen bin, waren hier wieder 1000 Schwämme. Die sind zwar irgendwo cool, ja, wenn man sie braucht. Aber wenn man sie nicht braucht, dann sind sie einfach nur ärgerlich. So, ich glaube jetzt kurz den Cobblestone weg und dann sehen wir uns gleich wieder. Beziehungsweise hören uns gleich wieder. So, der Kabel der Obsidian ist gelegt. Müssen wir nur wirklich drauf achten, dass wir uns nicht verklicken. Sonst sind wir eine Weile mit Obsidian entfernen beschäftigt. Und darauf habe ich eigentlich so gut wie keine Lust. Beziehungsweise natürlich nicht. Weil das ist einfach nur lästig. Jetzt mal abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Also hier kommt die nächste Fackel hin. Kein Obsidian mehr. Heieiei. Haben wir hier ein paar rote Stellen? Nee. Gut, ich hoffe mal, dass es wirklich funktioniert, was ich mir hier denke mit dem Obsidian. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist.
Okay. Obsidianenproduktion brauchen wir ein bisschen. Hier machen wir mal aus. Hier können wir noch mal anmachen. So, jetzt wollte ich mal gucken, ob wir vielleicht schon ein paar Lebewesen hier haben. Haben wir nicht. Das ist ja schade. So, aber ich habe mir gedacht gerade, ganz spontan. Hallo? Warum funktioniert der Bilderswand nicht? Hey, weil ich keinen Cobblestone mehr habe. Oh. Entschuldigung. Ja, ich bin ein bisschen verschnupft, ein bisschen Halsweh. Ich trinke ja schon heiße Milch mit Honig. Hier weiterbauen. Einmal dieses hier. War ein bisschen rasant, wie ich da unterwegs war. Ich habe mir erst überlegt, die ganze Fläche auszubauen. Bin jetzt aber zu dem Entschluss gekommen, dass ich das nicht machen werde. An der Seite so einen Streifen nach unten freilassen. Bis wohin habe ich denn den Cobblestone gezogen? Ganz schön in die Ecke weit. Seite jetzt auch noch mal. Wir müssen sowieso auf den Obsidian warten. Wir hätten die Monsterfalle hätten wir mal anschmeißen können. Hat man gleich machen, bevor wir das Laub noch mal abbauen. Und dann wird man auch mal die Bäume von innen nach hier außen setzen. So. So laut. Wir brauchen immer noch einen Haufen Erde. Geht ja ruckzuck mit der Schere, ja? Mit der Diamantschere, da bist du nur am Rumrennen. Das ist sehr geschickt. Sollen wir irgendwann einen Harvester besitzen, wird es natürlich noch ein bisschen einfacher. Da können wir das nämlich automatisch machen lassen. Aber bis wir das haben, dafür brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Sind weg. Dann fehlt eine Fackel.
Die Monsterwalle wollte ich nochmal anstellen. Sechs Bäumchen lassen wir mal da. Ach, die können wir eigentlich auch mitnehmen. Soul Sand. Nehmen wir auch nochmal ein paar Stacks mit. Ach, sind schon ganz oben. So, Soul Sand habe ich nämlich, glaube ich, hier reingemacht. Genau. Gastrennen gibt es ja auch, das finde ich sehr cool. Irgendwie stackt das Zeug hier nicht immer. Da muss man ein bisschen gucken. So, Saplings haben wir, Erde haben wir. Ah, Cleanstone brauchen wir noch. So, weil hier möchte ich das so bauen. Dann passt das nämlich von außen, wenn man guckt, genau mit der Struktur von dem Bunker, den ich hier gebaut habe, zusammen. Schon wieder fertig. Dann pflanzen wir mal die Bäumchen an. Nicht wahr? Einen habe ich noch. Machen wir dahin. So, also wir kommen so langsam hier voran. Hier kann man gucken. Zäunchen. Wobei wir uns auch Dingsda-Zäunchen machen könnten. Carpenters. Gate Fence Barrier heißt es hier. Ja, Endermen sind auch schon wieder da. So,
Fackeln haben wir noch. Der Vorteil von diesen Zäunen, den kennt ihr wahrscheinlich, ist da einfach, dass man den auch farblich anpassen kann. Zum Beispiel mit diesem Stein hier. Wenn genug im Inventar ist. Dann sieht es nämlich alles einheitlich aus, ja? Und nicht alles so zusammengeschustert. Aua. Stand nicht zu nah am Block, hat mich der Block geschlagen. Gut, also. Dann machen wir hier mal noch ein paar Fackeln. 5. Habe ich jetzt auf die 5. gesetzt? Ja. 4, 5. Hallo? Da drauf. Da drauf. Das ist immer so eine Konzentrationssache. 2, 4, 5. Ha, als hätte ich es ausgemessen. Wenn man das zweite Mal setzt, ist natürlich immer einfacher. Dann kann ich nämlich drüben einfach gucken, wo ich die platziert habe. Gott. Nimmt so langsam Gestalt an, was wir hier bauen. Verschönerungsarbeiten müssen wir natürlich auch immer wieder leisten. Vor allem jetzt in den Folgen, die ich zurzeit rausbringe. Weil wir eben auch auf zum Beispiel die Tiere warten müssen. Wobei ich hoffe, dass hier überhaupt welche spawnen und nicht, dass meine Nachbarn hier alle abgegriffen haben. Okay. Passt hier schon mal. Gut. Also der Cobblestone, die Slabs kommen hier auch noch alle weg. Und dann sind wir bereit, ich weiß auch nicht. Schaut gerade alles ziemlich gut aus. Zumindest soweit. Dass es hier vorangeht. Was halt nicht vorangeht, ist einfach die Produktion von dem Zeug hier. Dann muss ich nächste Folge alles rüber bauen, dass es hier endet oder beziehungsweise hier anfängt. Das wird eine kleine Arbeit. Dahin ist das Wasser. Aber ich denke, wir kriegen das alles hin. Ich werde das alles rüber versetzen. Dieses Teil ist dann auch ein paar Blöcke mehr hier. Und dann können wir dieses andere Maschinendingens da einbauen. Stirling Generator war es nicht, sondern dieses hier, Crafted Tier 3. Und damit können wir dann ja
einfach alles, die ganzen Dusts umcraften. Und jetzt setzen wir hier nochmal die hier. Ah, jetzt sieht es nämlich viel schöner aus. Ja, sieht einfach aus wie so ein kleines Räumchen, keiner sieht irgendwas. Bauen, ich glaube nämlich da oben, genau, das lassen wir offen, das ist ja Versorgungsschacht und das ist also völlig egal, wie es da aussieht. Nein, das mit dem Obsidian funktioniert gar nicht. Ach, das ist halt ärgerlich. Was kann ich machen gegen die scheiß Dinge hier? Im Gegenteil, da spawnen noch mehr, habe ich das Gefühl. Ach Menno, der ärgert mich. Was kann ich gegen diese... Warte, das spawnt noch viel mehr. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich gegen die Teile machen kann. Tja. Jetzt mal die ganzen Slimes mit und werde mal gucken, was ich damit anstellen kann. Vielleicht kann ich die auch in den Komposter hauen. Das ist ärgerlich, weil ich gedacht habe, wenn ich da Obsidian hin mache, dann passt das. Jetzt habe ich kein Fass mehr. Keine Ahnung, ob der Slime da reingeht. Aber dann hätte der wenigstens eine sinnvolle Anwendung. Mal halt kurz warten, bis das fertig ist. Ich glaube, der ging da nicht rein. Nee, schade. Okay. Also. Das Slime nervt zwar, aber was soll man machen? Wir hauen den jetzt erstmal hier rein. Also Nederquarz haben wir jetzt genug. Ich will mal gerade mal gucken, was wir mit dem Heatsand anfangen können. Dann kriegen wir von da und wir können damit machen Slime Soil, Soul Sand, Heat Glass, normales Glas und das war's. Okay. So ist das. Also. Der Soul Sand wird verarbeitet. Das läuft noch alles. Bäume wachsen. Ein paar Tiere hätte ich noch gern, dass ich mir endlich ein Jetpack machen kann. Aber es geht so alles vorwärts, finde ich zumindest. Für euch hoffentlich auch.
dass es nicht zu langweilig ist. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag und bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.